Okay, also das wollte ich allen Leuten sagen. Wir möchten die Sache aufzeichnen und das schalten wir natürlich ab, bevor die Diskussion beginnt. Ansonsten ist ja wesentlich, sind wir eigentlich als Aufnehmende nur zu sehen, ja. Und die Präsentation natürlich im Wesentlichen. Ja, dann möchte ich übergeben an die Victoria. Victoria, du hast das Mikrofon, ich schalte mich ab. Danke. Hallo. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Ich werde auch jetzt die Präsentation groß machen. Und dann können wir auch anfangen. Schau mal, wenn er will. Ja, da sind wir. Gut. So, ja, ich werde heute präsentieren über Motstandsbevægelsen. Und das heißt einfach so viel wie die Widerstandsbewegung im Dänischen. Und ich werde kurz damit anfangen, mich selbst zu präsentieren. Ich bin die Victoria, auch wie gerade von Wolfgang präsentiert. Und ich komme ursprünglich aus Dänemark. Und ich habe gerade meine Masterarbeit in Geschichte hier in Deutschland geschrieben. Und ich bin seit ein paar Jahren tätig hier im Friedensmuseum. Und das Thema, das wir heute Abend besprechen werden, wie ich bereits schon kurz gesagt haben, ist die Widerstandsbewegung im Zweiten Weltkrieg in Dänemark. Und ich habe hier auch erstmal eine kleine Frage. Wisst ihr schon etwas über die dänische Geschichte im Zweiten Weltkrieg oder die dänische Widerstandsbewegung? Ich glaube, ihr müsst euch stumm schalten, falls ihr da etwas antworten wollt. Ich glaube, Wolfgang. Ausschalten. Man muss das Stumme ausschalten. Also ich weiß sehr, sehr wenig davon. Ich habe nur gehört von einer großen Aktion, wo man sehr viele Juden gerettet hat mit den Booten hinüber nach Schweden. Das ist das Einzige, was ich weiß eigentlich. Gibt es sonst was? Ja, also gestern Abend war im Fernsehen ein Dokumentationsfilm über die Wannsee-Konferenz. Und auch da wurde in dem Zusammenhang war die Frage aufgeworfen worden, wie man eben die Judenvernichtung in Europa organisiert. Und dann hieß es zunächst mal, was ist mit Dänemark? Auch da hieß es, das sind ja nur ein paar Juden. Auch da ging es in dem Fall nur um die Juden, in Anführungszeichen nur. Und die können wir jetzt erst mal vernachlässigen, dachte ich mir. Mal schauen, was heute Abend kommt zu dem Thema. Ja. Ja, okay. Ja, super zu hören, dass ihr schon etwas darüber wisst und ich hoffe, dass ich auch ein bisschen mehr heute erzählen kann zu dem Thema, auch zu anderen Themen. Unsere Agenda heute, also ich werde am Anfang ein bisschen darüber, ja, reden, was in Dänemark passiert ist im Zweiten Weltkrieg. Danach werde ich ein bisschen so generell eine Übersicht geben über die Geschichte der dänischen Widerstand im Zweiten Weltkrieg. Danach werde ich einige Beispiele machen mit Personen oder Gruppen, die Widerstand geleistet haben in diesem Zeitraum. Dann werde ich ein bisschen über die Wahrnehmung, sowohl in der Forschung, aber auch in der Gesellschaft generell, zum Widerstand und auch zum Zweiten Weltkrieg. Und am Ende habe ich ein paar Diskussionsfragen für euch, aber ihr könnt auch eure eigenen Fragen stellen natürlich. Und ich glaube auch, weil wir eine so kleine Gruppe sind, dann könnt ihr auch, ja, wenn es Fragen oder Klärungsbedarf gibt, zwischendrin dann auch gerne Bescheid sagen. Und ich habe hier so ein PowerPoint gemacht. Es wird einige Bilder geben von Personen. Auch es gibt auch eine Karte, weil es gibt auch, ich werde über einen Ort reden, das ein bisschen nicht ja, ein bisschen weiter weg von Kopenhagen ist. Und auch weil die Namen, Eigennamen, Stadtnamen, die werden in Dänischen so ausgesprochen, dass man nicht richtig weiß, wie man das schreibt, wenn man nicht die Sprache kennt. So deswegen habe ich das auch alles notiert. So, erstmal Dänemark im Zweiten Weltkrieg. Am 9. April 1940 wurde sowohl Dänemark, aber auch Norwegen von Deutschland angegriffen. Und Dänemark war hauptsächlich, um die Transportwege nach Norwegen zu erobern, weil da wollte man den Zugang zum Eisenerz sichern. Und die Besetzung von Dänemark vollendete in nur wenigen Stunden tatsächlich. Es kam nur zu einem eigentlichen Angriffskrieg im südlichen Teil des Landes, was hier in Deutschland Nordschleswig genannt wird.
Dieses Bild stammt auch von Nordschleswig, von Abenrade am 9. April 1940. Und der Grund dafür, dass es nicht weitergekommen ist, den Rest des Landes, ist, dass die dänische Regierung und Militär, nachdem sie bedroht wurden von einer Bombardement des Landes und einer Besetzung, dann haben sie eingewilligt, dass das Land ohne Gewalt besetzt werden konnte, mit der Bedingung, dass das Land immer noch ihre politische Unabhängigkeit behalten konnte. Und auch, dass die dänische Regierung bleiben konnte und dass es nicht von einer nationalsozialistischen Regierung, entweder von einer dänischen nationalsozialistischen Regierung oder deutsche, ersetzt werden würde. Und das ist auch etwas, das zumindest am Anfang von der deutschen Besatzungsmacht so akzeptiert wurde. Und diese sogenannte oder diese scheinbar friedliche Besetzung des Landes kaum wurde nirgendwo anders in Europa so gesehen oder nachgemacht. Und ist dies auch in der dänischen Bevölkerung so auf passiven Widerstand am Anfang? Es ist tatsächlich so, wenn ich die Geschichten gelesen habe, dass man ist am Morgen vom 9. April einfach aufgewacht und das Land war einfach besetzt und man hat nicht richtig entdeckt, was da passiert ist. Es ist erst später, worüber wir auch reden werden, dass es tatsächlich zu einem aktiven Widerstand gekommen ist. Und diese friedliche Besetzung wurden von dem damals genannten Reichstag, hieß es tatsächlich auch in Dänemark, wird aber Rigsdag ausgesprochen. Heute heißt es Folketinget, so das hat auch ihr Name geändert, der Reichstag, so wie es hieß in Dänemark. Da wurde diese friedliche Besetzung zugestimmt von allen Parteien, außer der kommunistischen Partei. Und das alles hat zugrunde gelegt, der sogenannte Samarbeitspolitik. Und das ist, wenn man das auf Deutsch übersetzt, heißt das so viel wie Zusammenarbeitspolitik. Und das ist der Name von der Politik zwischen der dänischen Regierung und der deutschen Besatzungsmacht, die so bis 1943 geblieben ist. Und das war auch damit wurde zugrunde gelegt, eine einzigartige Situation in Dänemark, dass, obwohl das Land besetzt war, dann behielt die einheimische dänische Regierung immer noch die Macht mit diesem Privileg, dass die dänische Regierung bekommen hat, kam die Bedingung, dass die dänische Regierung dafür sorgen musste, dass die deutsche Besatzungsmacht sie problemlos im Land aufhalten konnte. Und auch, dass die Regierung oder die dänische Regierung selbst die Widerstandskämpfer bestrafen würden, wenn diese die Besatzungsmacht gefährdet haben. Warum das alles so gemacht wird, ist, dass die dänische Regierung versucht hat, statt aktiv Krieg mit der Besatzungsmacht zu führen, auf dänischen Grund, dass man sowohl die dänische Souveränität behalten konnte und dass es nicht von einem ausländischen Besatzungsmacht geführt werden sollte, aber auch, dass es keinen aktiven Krieg auf dänischem Grund gab. Mit der Zeit war es aber so, dass die dänische Regierung mehr und mehr Maßnahmen gezwungen wurde einzuführen. Und diese haben gegen das ursprüngliche Abkommen, wo die dänische Regierung unbedingt die Macht hatte, gestritten haben. Und besonders ab 1943 wurde die Zusammenarbeit, sogenannte Zusammenarbeitspolitik immer schwieriger. Und die Zuspitzung von dieser Konfrontation kam, als die deutsche Besatzungsmacht die dänische Regierung dazu gezwungen hat, dass sie die dänischen Widerstandskämpfer härter bestrafen sollten. Und das war vor allem bei der sogenannten Sabotage
dass es, wenn die Widerstandsbewegung versucht hat, Transporte oder Aktionen der deutschen Besatzungsmacht zu neutralisieren oder zerstören, das sollten laut der Besatzungsmacht jetzt die dänische Regierung mit dem Tod bestrafen. Das hat die dänische Regierung dann geweigert zu tun. Und mit dem, ja, das Ergebnis davon war, dass die dänische Regierung dann zurückgetreten ist und dass der Land dann ab dem Zeitpunkt jetzt direkt von der deutschen Besatzungsmacht geführt wurde. Und diese Zäsur ist mit dem 29. August 1943 zu setzen, weil ab diesem Datum sowohl die dänische Regierung, aber auch der Staatsoberhaupt, der der König war, außer Kraft gesetzt wurden. Und wie es dazu gekommen ist, ist, dass es nach, so Anfang Juli 1943 vermehrt zu Demonstrationen gekommen ist gegen der Besatzungsmacht. Und die Aktivitäten der Widerstandsbewegung haben sie sich auch ab diesem Zeitpunkt beschleunigt. Und der Grund dafür war, dass der Kriegsglück der Deutschen sich generell gewendet hat. Und deswegen hat die dänische Bevölkerung auch gewagt, mehr aktiv Widerstand zu leisten. Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt. Ja, genau, so ein bisschen zur Geschichte der dänischen Widerstand. Also schon vor diesem Zusammenbruch in der Zusammenarbeit zwischen der dänischen Regierung und der Besatzungsmacht gab es schon eine kleine Widerstandsgruppe, weil es natürlich ja ab Anfang an, oh, sorry, ich bin so weit gegangen, ich war auf dem falschen Bildschirm, dass viele halt nicht mit dieser Zusammenarbeitspolitik einig waren. Und wie schon gesagt, einer der größten Aktivitäten der dänischen Widerstandsbewegung ist die Sabotage. Und das war, wenn ja entweder versucht oder vollgestreckt wurde, dass die Infrastruktur, Fabriken und so weiter, das für die deutsche Besatzungsmacht wichtig war, zerstört wurde. Und das wurde gemacht, um die Aktivitäten der Besatzungsmacht zu erschweren. Und das war ja, was eigentlich Sabotage war. Und ja, Beispiele davon waren, dass man Waren, Fabriken zerstört gehabt, die Kriegsmaterial hergestellt haben. Oder man hat auch dänische Geschäfte zerstört sogar, die viel Gewinn gewonnen haben von dem Handel mit der Besatzungsmacht. Oder man hat Eisenbahnen zerstört, um die Transporte zwischen Norwegen, Schweden und Dänemark zu erschweren. Und bei einigen von diesen Aktivitäten haben die dänische Widerstandskämpfer tatsächlich Hilfe bekommen von den alliierten Mächten, die zum Beispiel Explosiven für die dänische Widerstandsbewegung gesorgt haben. Es ist in der Forschung ist es diskutiert worden, ob diese Aktivitäten tatsächlich das Leben für die Besatzungsmacht erschwert haben oder nicht. Die Aktivitäten waren aber symbolisch von großer Bedeutung für nicht nur die Widerstandsbewegung, aber für Dänemark generell, weil es gezeigt hat für die alliierten Mächten, dass die dänische Bevölkerung aktiv Widerstand geleistet haben und aktiv auf der Seite der Alliierten standen. Und das war auch wichtig beim Kriegsende für Dänemark. Ich muss nur kurz, jetzt, so, bin hier richtig, ja. Und jetzt kommen wir auch ein bisschen zu die Aktivitäten, von denen ihr bereits gehört habt, mit der Rettung der dänischen Juden. Und das ist, es ist so eine Aktion gekommen, als die Besatzungsmacht im Oktober 1943, so nachdem die dänische Regierung zurückgetreten ist, da hat die Besatzungsmacht eine Aktion gestartet, wo man alle die einheimischen dänischen Juden festnehmen wurden,
wollten, um diese nach Theresienstadt oder andere Konzentrationslager zu transportieren. Dabei hat aber die Widerstandsbewegung und auch generell viele Mitglieder der generellen dänischen Bevölkerung eine Rettungsaktion angefangen. Dabei wurden etwa 7000 Juden, und das sind etwa 95% aller dänischen Juden, nach Schweden transportiert, weil dann waren sie hier in einem neutralen Land und sie waren dann in Sicherheit. Und wie es dazu gekommen ist, dass diese Rettungsaktion angefangen werden konnte, ist tatsächlich, dass die Dänen schon von dem deutschen Botschafter Georg Ferdinand Dugwitsch diskret informiert wurde, dass diese Aktion mit der Festnahme der dänischen Juden stattfinden würde. Und dank dieser Information konnte dann die Rettungsaktion angefangen werden. Es waren aber nicht nur Juden, die ins Konzentrationslager geschickt wurden. Auch viele Widerstandskämpfer wurden inhaftiert und wurden dann später in Konzentrationslager geschickt. Dabei wurden sie oft in der Zwischenzeit in dem sogenannten Schellhuse oder das Schellhaus inhaftiert. Und das ist ein Gebäude in Kopenhagen, das vor dem Krieg Hauptquartier von des Unternehmens Shell war, aber während der Besatzung wurde es von Gestapo als Hauptquartier verwendet. Und dabei wurden die Leute aus der Widerstandsbewegung, wenn sie dort inhaftiert wurden, dann immer im Obergeschoss, weil das war, um zu vermeiden, dass das Gebäude von den alliierten Mächten zerstört werden würde, weil sie auch wussten, dass die Widerstandskämpfer dann im Obergeschoss gesessen sind. Dann würde ich zu einzelnen Geschichten aus der Widerstandsbewegung kommen. Nächsten? Ja, gut. Und hier sollen drei verschiedene Gruppen oder Persönlichkeiten vorgestellt werden. Hierbei werde ich den versuchen, den Vielfalt von Widerstand zu zeigen. Es gibt alles in einer Spanne von gewaltfreier Widerstand. Es gibt auch Widerstand mit Gewalt. Und es gibt auch Dinge, die so ein bisschen so zwischendrin sind. Und die werden wir alle so diese verschiedenen Aktivitäten anschauen. Und dabei ist auch wichtig zu erwähnen, dass egal, ob der Widerstand gewaltig war oder nicht, oder ob es einfach, dass man etwas falsch gesagt hat, dann konnte es in einer Todesstrafe resultieren. Erstmal werden wir die Wisting-Gruppe präsentieren. Wisting ist ein Name eines Dorfs, der etwa eine Stunde von Aarhus entfernt ist, und direkt übersetzt heißt der Name dieses Dorfs Weißer Stein. Das werde ich zuerst machen, und demnächst werde ich dann zwei Widerstandskämpfer, Flammen aus Zitronen oder auf Deutsch die Flamme und die Zitrone, präsentieren. Und dann zuletzt werde ich der Priester Kai Munk besprechen. Aber erstmal zur Wisting-Gruppe. Und wie gesagt, das ist eine Widerstandsgruppe, die nach dem Namen des Dorfs Wisting genannt wurde. Und diese wurde im März 1943 gegründet. Und mit dieser Präsentation von der Wisting-Gruppe soll sowohl den Widerstand außerhalb der Hauptstadt präsentiert werden, weil das ist so, wo man meistens die Geschichte untersucht in der Hauptstadt, weil das ist auch das gefühlte Zentrum des Landes. Aber hiermit sollen auch die regionale Geschichte ein bisschen mehr vorgestellt werden. Aber auch ein Typ von Widerstand, das meistens einen logistischen Charakter hatte, wobei diese Gruppe normalerweise Waffen und Sprengstoffe erhalten haben, die für die Zerstörung von Infrastruktur, also die sogenannte Sabotage, verwendet wurde. Aber es wurde auch Sachen an sie geschickt, das für die Ermordung von Mitgliedern der Besatzungsmacht und ihrer Helfer verwendet werden konnte. Und wenn sie diese
Sachen erhalten haben, wurde diese dann an den Rest des Landes transportiert. Und diese Gruppe hat auf ferngelegenen Felder in der Nähe vom Dorf, ich glaube, ja, ich kann auch mal kurz auf der Karte, also hier haben wir die zweitgrößte Stadt Dänemarks, Aarhus, und dann geht man auch, wenn ihr vielleicht in Dänemark mal wart, dann kann es auch sein, dass ihr schon hier wart, in Aarhus, und dann, wenn man weiter nördlich auch zu einem größeren Stadt Randers geht, und dann ist es hier ein bisschen nördlich von Randers gelegen. Aber ja, da auf ferngelegenen Feldern in der Nähe von diesem Dorf, dann haben Flugzeuge der britische Militär Waffen niedergeworfen, und dann hat die Gruppe dann die diese Waffen, Explosiven und so weiter von Randers aus, also von hier, weil hier gibt es auch einen Fjord, man kann dann segeln zum Beispiel, wurden dann an den Rest des Landes distribuiert. Und dabei waren die Leute, die hier von Bedeutung waren, haben wir einmal Ole Geisler. Er war ein Fallschirmspringer in der britischen Militär, aber er war von dänischer Abstammung. Und dann war es auch die Fiel-Familie. Hier sehen wir die Matriarch der Familie Gudrun Fiel. Ich kann die Sachen leider nicht sehen. Was mache ich falsch oder was muss ich ändern? Oh. Ich sehe nichts von den Sachen, die du zeigst, Victoria. Okay, ich sehe sie gut. Also gut. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ist es die Größe oder gar nicht? Nein. Elke, hast du überhaupt die Präsentation oder siehst du nur das Bild von der Victoria? Ich sehe nur das von der Victoria, ja. Es gibt wohl eine Möglichkeit, wie du sozusagen den Präsentationsbildschirm und zwischen dem anderen umschalten kannst. Und zwar ist in der Ecke, also entweder gibt es oben so Optionen, aber in der Ecke ist manchmal oben so ein Ding wie ein Viereck, wo die rechte obere Ecke auch noch so abgeteilt ist. Siehst du so ein Symbol in der Ecke von deinem Bildschirm irgendwo? Nee. Da kann man nämlich zwischen den beiden hin und her schalten. Leider nicht. Da gibt es keine Möglichkeit. Ich habe nur unten die Leiste, nee, oben, wo man halt stumm schalten und all diese Sachen. Und die andere Sache ist, unter Meer vielleicht. Also das Menü heißt Ansicht und da kann man zwischen Galerie und Sprecherpräsentation wählen. Drei kleine Punkte unten, wo mehr ist, da sind auch ein paar Möglichkeiten vielleicht angeboten. Ah, jetzt, ich hab's. Ja, ich hab's. Okay, okay, siehst du es jetzt? Jetzt sehe ich die Karte und die verschiedenen Gruppen. Okay, und das historische Bild, ist das korrekt? Ja, ja. Genau, ja. Okay, alles so. Aber dann siehst du, gleichzeitig siehst du aber die Victoria nicht mehr. Nein, aber dich. Vielleicht ist irgendwo dieses kleine, ist so ein kleines Fensterchen da. Es wird der Mensch gezeigt, der spricht. Wenn du sprichst, wirst du gezeigt, und wenn die Victoria spricht, die Victoria. Okay, gut. Gut, alles gut jetzt? Ja, im Moment. Oder? Ja, mach weiter. Ja, ist okay. Gut, perfekt. Ja, kurz mal zu der Familie, zu der Fiel-Familie. Also einmal hier ist die Gudrun, die Matriarch der Familie, aber ja, die Haupt, wer da von sehr großer Bedeutung war, wer da von großer Bedeutung war Besitzer des Wirtshauses von dem Dorf Wilsten, Marius Fiel, weil er war Hauptfigur dieser Gruppe, er hat erstmal diese Gruppe überhaupt organisiert, und dabei haben natürlich ganz viele seine Familienmitglieder mitgemacht, sowohl Männer als auch Frauen, auch seine Tochter ist hier nicht auf dem Bild zu sehen, aber die heißt Christine oder auch genannt Thule. Das ist ein, so ein Name in Dänemark, das man, ja, Spitznamen, auch von großer Bedeutung. Und es gab auch ganz viele andere Leute, die in diesem Dorf gewohnt haben, die mitgemacht haben. Und die Männer haben sich normalerweise um den logistischen Sachen sich konzentriert, also die Waffen oder Explosiven zu transportieren von diesen
Feldern oder vom Dorf ins größere, in der größeren Stadt, während die Frauen sich mehr mit administrativen Aufgaben beschäftigt haben. Ja, leider wurden die Aktivitäten von dieser Gruppe später von der Besatzungsmacht entdeckt und dabei wurden 8 der 14 Mitglieder der Gruppe im März 1944 verhaftet und später oder ja nur ein paar Monate später im Juni 1944 wurden sie alle in einem Wald nördlich von Kopenhagen hingerichtet. Andere Mitglieder, die auch aufgefunden wurden, vor allem die Frauen, wurden zur lebenslangen Haft verurteilt und sie wurden dann nach Deutschland transportiert. Sie haben alle aber glücklicherweise diejenigen, die verhaftet wurden auf, ja, mit lebenslanger Haft, haben auch bis nach Ende des Krieges überlebt. Dann zu den nächsten großen Persönlichkeiten in der dänischen Widerstandsbewegung. Hier haben wir die Flamme und die Zitrone. Und das sind zwei Mitglieder einer Widerstandsgruppe in Kopenhagen. Und die sind einmal bekannt dafür, ihren Einsatz dabei, Flüchtlinge zu helfen, nach Schweden zu fliehen, zum Beispiel Juden, aber auch andere, die von der Besatzungsmacht fliehen mussten, aber auch für ihre Hinrichtung von sogenannten Saboteuren. Saboteure sind Leute, die die Besatzungsmacht, also dänische Leute, die die Besatzungsmacht geholfen haben oder Informationen gegeben haben. Und dabei soll sowohl eine Art Widerstand präsentiert werden, wo Gewalt eine treibende Kraft war, aber auch wie diese Aktivitäten mit die Evakuierung von dänischen Juden kombiniert werden konnte und also ganz auf der anderen Seite des Spektrums war. Hier haben wir einmal die Flamme. Er wurde so nach seiner roten Haarfarbe genannt und er hieß in Wirklichkeit, und das wird so im Dänischen ausgesprochen, Bent Fausgaard Hvid. Und er stammte aus einer wohlhabenden Familie nördlich von Kopenhagen. Und anfänglich, da hat er dabei mitgeholfen, verschiedene Teile der Infrastruktur in Dänemark zu zerstören, sowie auch Fahrzeuge und weiteres Zeug der Besatzungsmacht. Und später wurde er für seine Fähigkeiten mit einem Schusswaffen bekannt, wobei er mehr Mitglieder der Besatzungsmacht, aber auch denen, die mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben, geschossen hat. Dabei hat er mit der Zitrone eng zusammengearbeitet. Seine Aktivitäten sorgte dafür, dass er der am meisten gesuchte Person in Dänemark war von der Besatzungsmacht zu einem Zeitpunkt. Und das leitete auch dazu, dass am Ende seines Lebens wurde er von Mitgliedern der Gestapo umzingelt. Bevor er aber von denen verhaftet werden konnte, hat er aber Selbstmord begangen. Und dann zu die Zitrone, heißt im Dänischen Jørgen Hohn Schmidt. Er war ein Familienvater. Und warum hieß er dann die Zitrone? Das ist, weil er hat in einer Citroën Fabrik in Kopenhagen gearbeitet. Er war ein Familienvater und er hat dann erstmal damit begonnen, während des Krieges Leute, zum Beispiel Juden, aber auch andere, die die Besatzungsmacht fliehen mussten, hat er diese geholfen, nach Schweden zu gehen. Und er hat auch geholfen, dabei hat er auch seinen Spitznamen bekommen. Er hat geholfen, Fahrzeuge der Besatzungsmacht bei Citroën zu zerstören und er hat dann auch später der Flamme geholfen, Mitglieder der Besatzungsmacht sowie ihre Helfer zu töten. Er ist auch während des Krieges gestorben, als er in einem Kampf mit Gestapo im Oktober 1944 von einem Schuss erwischt wurde und als Ergebnis ist er auch davon gestorben. Dann möchte ich gerne die letzte
Persönlichkeit, die ich heute vorstellen werde, noch besprechen. Er wurde schon in einer anderen Veranstaltung hier beim Museum präsentiert, und das ist der Kai Munk. Kai Munk war ein Priester, der ja, wie gesagt, früher auch hier beim Museum präsentiert wurde, aber jetzt soll er in dem Zusammenhang mit dem dänischen Widerstand wieder präsentiert werden, und dabei soll auch präsentiert werden, wie es auch eine gewaltlose Widerstand gab, aber wie diese auch in dem Tod resultieren konnte für diejenige, die das gemacht hat. Er war Pastor und Schriftsteller, und er ist in Deutschland weniger bekannt, aber in Dänemark ist er sehr bekannt wegen seinem Märtyrertod, weil er Widerstand geleistet hat gegen die Besatzung Dänemarks. Er wurde 1898 geboren. Als er noch ein kleines Kind war, sind seine Eltern innerhalb von wenigen Jahren leider gestorben. Er wurde dann nach dem Tod von seinen Eltern von Peter und Maria Munk aufgenommen. Kai war aber als Kind auch selbst sehr krank, und man hat deshalb gedacht, dass wie seine Eltern würde er auch sehr jung sterben. Er hat aber seine Kindheit überlebt, und nach seinem Abitur ist er nach Kopenhagen gegangen, um Theologie zu studieren. Und zu etwa dem gleichen Zeitpunkt ist er auch damit angefangen, Schauspiele zu verfassen. Er hat dann 1924 sein Theologiestudium beendet, und er wurde dann danach Gemeindepfarrer in dem kleinen Dorf in Jütland mit nach dem Namen Virsø. Das ist ein kleines Dorf an der Westküste Dänemarks. Und wenige Jahre später hat er die lokale Bauerntochter Lise geheiratet. Als Pastor hat er immerhin Schauspiele auch verfasst. Und 1931 hat er endlich sein Durchbruch bekommen, als sein Stück Kant am Königlichen Theater in Kopenhagen aufgeführt wurde. Und in diesem Zeitraum ist er auch damit angefangen, Zeitungsartikel zu schreiben. Dabei hat er auch kurz nach dem Kriegsbeginn einen offenen Brief an Mussolini verfasst gegen die Judenverfolgung. Und generell ab 1941 ist er angefangen, antideutsche Vorträge und Predigten zu halten. Nach der Wende, die wir bereits besprochen haben, in der dänischen Gesellschaft nach August 1943 gegen die deutsche Besetzung, wurde Munk auch eine starke Zensur aufgedrungen, aber danach hat er sich allerdings nicht gerichtet. Nach zwei Predigten, die er Dezember 1943, Januar 1944 gemacht hat, in denen er die Besatzung und die Judenverfolgung generell kritisch hinterfragt hat, wurde Munk in der Nacht auf den 5. Januar von der Gestapo geschossen. Etwas, das mir nicht bewusst war letztes Mal, als ich Munk recherchiert habe und erst bei diesem Vortrag ich gesehen habe, ist, dass normalerweise ist Munk wird er generell sehr positiv empfunden in der dänischen Gesellschaft, aber tatsächlich in der dänischen Forschung ist er auch eine umstrittene Persönlichkeit, weil er auch in seinen Werken auch einige antidemokratischen Meinungen ausgedruckt hat. Und das wurde so ab den 1960er Jahren so näher besprochen und diskutiert. Dann würden wir ein bisschen zu der Wahrnehmung kommen. Erstmal werde ich ein bisschen über die Wahrnehmung in der Forschung reden und danach ein bisschen über, wie wird die dänische Widerstandsbewegung dann heute in der Gesellschaft wahrgenommen. Und erstmal ein bisschen zu der Zusammenarbeitspolitik. Schon kurz nach dem Krieg wurde weitgehend diskutiert, wer die Verantwortung hatte dafür, dass man mit der Besatzungsmacht so eng zusammengearbeitet hat.
und dass Dänemark im Zweiten Weltkrieg besetzt wurde ohne Gewalt und auch inwieweit diese ja, Ereignisse akzeptabel waren. Und ja, auch in der Zeit bis Sommer ja, 1943, wo Dänemark mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet hat, gab es auch Teile der Bevölkerung, die tatsächlich diese friedliche Zusammenarbeit unterstützt haben. Nicht genau, dass man froh war, dass das Land besetzt war, aber man war froh, dass es eine friedliche Besetzung war und dass man nicht in ein von Krieg geprägtes Land gelebt hat, zum Beispiel. Und es gab ja Teile der Bevölkerung, die dann auch aktiv Widerstand geleistet haben und gegen der Zusammenarbeitspolitik waren. Aber nach der Befreiung am 5. Mai 1945 gab es von allen Seiten der Bevölkerung eine Tendenz, dass man sich mit der aktiven Widerstand sich identifiziert hat, auch wenn man vielleicht erst am Ende Widerstand geleistet hat oder vielleicht sogar nie Widerstand geleistet hat. Und es gab also eine Tendenz, sowohl von der Seite der Politiker, aber auch in der Bevölkerung, dass man sich, ja, egal von was man gemacht hat während des Krieges, sich mit dem Widerstandskampf identifiziert hat. Und keiner wollte die Verantwortung nehmen für die Zusammenarbeit mit der deutschen Besatzungsmacht. Stattdessen wurde darauf fokussiert, dass man gesagt hat, ah, ja, alle die Entwicklungen, die in diesem Zeitraum passiert sind, wurden von der Besatzungsmacht auf Dänemark aufgezwungen. Und es waren nur die bösen Anhänger der Besatzungsmacht, die aktiv die nationalsozialistische Ideologie unterstützt haben, die überhaupt die Verantwortung hatten. Und ja, dass es überhaupt eine Zusammenarbeit gab zwischen dänischen Politikern und der Besatzungsmacht, das wurde dagegen als eine passive Widerstand bezeichnet oder versucht, das zu ja, argumentieren, dass das das war. In der Zeit nach der Befreiung gab es auch einen Wunsch, diejenigen in der dänischen Bevölkerung zu bestrafen, die eng mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben. Es ist ein bisschen wie auch in Deutschland in der Nachkriegsprozess, dass nicht immer die Hauptschuldigen bestraft wurden. Wer konnte in Dänemark als Hauptschuldige bezeichnet werden? Das sind zum Beispiel denen, die eng mit der deutschen Administration nach 1943 zusammengearbeitet haben oder Leute, die freiwillig in der deutschen Wehrmacht an der Ostfront tätig waren. Diejenigen, die dann eher bestraft wurden in der dänischen Gesellschaft, waren dann eher Mitläufer, wie man sie in Deutschland nennen würde. So vielleicht Leute, die ein kleines Geschäft hatten, wo sie viele deutsche Kunden hatten, oder dänische Frauen, die eine Beziehung hatten mit jemandem aus der Besatzungsmacht. Es gab auch von politischer Seite den Wunsch, nicht die Verantwortung zu übernehmen, weil man wollte in der Zeit nach dem Krieg dafür sorgen, dass es keine große Veränderung gab in dem politischen System. Man wollte gerne den Status quo beibehalten, so deswegen wollte man nicht der Böse sein, der für die Zusammenarbeit zuständig war. Man wollte eher zeigen, dass ah ja, es ist alles gut und wir sollen bleiben, damit wir zurück zu der Normalität zurückkehren können. Wie es so in der Forschung später aufgefasst wurde, ist es erstmal, ja, es gab ganz viele Forschungsaspekte und ja, wie man das angeschaut hat oder welche Themen man so bearbeitet hat. Und ja, bis in den 1970er Jahren hat man meistens auf die geleistete Widerstand in der Gesellschaft fokussiert und wiederum hat man nicht so kritisch hinterfragt, ob alle dann in der Gesellschaft überhaupt tatsächlich oder überhaupt dann aktiv
wie das dann geleistet haben. Dann später von den 1970er Jahren bis in den 1990er Jahren gab es dann vermehrt Fokus auf die Unterschiede in der dänischen Gesellschaft, wie Widerstandskämpfer gab auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gab es eine politische Zusammenarbeit mit der Besatzungsmacht. Und dann hat man versucht, diese Unterschiede näher zu untersuchen. In der letzten Zeit gibt es in der Forschung vermehrt Fokus darauf, zu untersuchen, ob es tatsächlich der Fall war, dass die Zusammenarbeit ein Vorteil war für die dänische Gesellschaft, weil es möglich war, in Dänemark länger ein eigenes parlamentarisches System beizubehalten als in anderen europäischen Ländern, die besetzt wurden, und es auch relativ wenig Gewalt gab. Und auch tatsächlich, dass im Vergleich zu fast überall in Europa die dänischen Juden deshalb auch gerettet werden konnten, weil es diese gute Zusammenarbeit gab. Dann ein bisschen zu in der Gesellschaft, nicht länger in der Forschung, aber wie die Wahrnehmung ist in der Gesellschaft. Also das Thema der Widerstandsbewegung ist ein sehr beliebtes Thema in der Gesellschaft. Und die Geschichten wurden auch öfters in der Populärkultur wiedererzählt. Zum Beispiel gibt es in den letzten Jahren viele Filme, sowohl über die Wilson-Gruppe, aber auch, wie man hier sehen kann, es gibt auch einen Film über die Flamme und die Zitrone, heißt auf Deutsch, wenn ihr den Film suchen wollt, Tage des Zorns. Es gibt auch viele Gedenkstätten, die man heute noch besuchen kann. Zum Beispiel könnt ihr da hier oben sehen, das ist, es ist ein bisschen hinter dieses Haus, aber da gibt es das Gasthaus in Wilstein in der Nähe von Randers an der Ostküste Jütlands. Hier kann man immer noch gutes dänisches Essen genießen und es das Gasthaus ist immer noch im gleichen Besitz wie auch während des Zweiten Weltkrieges. So ist es immer noch die Vielfamilie, die das Gasthaus besitzt. Und in Kopenhagen, das sehen wir hier unten, gibt es auch eine Gedenkstätte oder ist es sogar ein Gedenkhain, heißt das. Es heißt Rövangen. Und das ist ein Ort, wo ganz viele Mitglieder der Widerstandsbewegung, auch die 8 Mitglieder der Wilstein-Gruppe, die hingerichtet wurden, alle hingerichtet wurden. Und heute ist es als eine Gedenkstätte eingerichtet. Dann werde ich darauf hinweisen, dass ich die meisten Bilder und Informationen von dem Vortrag heute bekommen haben von einer Webseite der Universität von Aarhus bekommen haben, wo es eine ganz große Datenbasis zur dänischen Geschichte ist. Da gibt es sowohl Artikel, aber auch ganz viele Quellen. Hier ist auch der Link, kann ich auch vielleicht im Chat reinposten. Es ist leider alles auf Dänisch, aber ich glaube, wenn man das durch Google Translate laufen lässt, dann kann man zumindest verstehen, was da berichtet wird. Und dann sind wir zum Ende. Ich habe ein paar Diskussionsfragen für euch, aber ihr könnt natürlich auch gerne eure eigene Fragen stellen. Erste ist, kanntet ihr schon die dänische Geschichte im Zweiten Weltkrieg? Was hält ihr von der dänischen Haltung im Zweiten Weltkrieg? Haben die dänischen Politiker und dänische Bevölkerung genug Widerstand geleistet? Was hält ihr von der heutigen Wahrnehmung der dänischen Gesellschaft, aber auch Forschung? Und was sind sonst eure Meinungen und Fragen? Ich glaube, ihr seid alle noch stumm gefallen. Dankeschön, Viktoria. Vielen Dank für deine Arbeit und diesen Anstoß, ein Thema mal anzuhören, wovon wir in der Mehrheit ganz, ganz wenig wissen. Das hast du schon gesehen. Also punktuell wissen wir was, aber wirklich ganz wenig. Also und das ist sicherlich auch was, was das mit dem Fragen schwierig macht. Ich habe zum Beispiel, die Nazis hatten doch so eine Rassenideologie. Das Ideal war der nordische blonde Mensch und so weiter.
Eigentlich hätten die Nazis sagen müssen, das ist doch ideal in Dänemark. Aber in Dänemark gab es anscheinend niemanden, der das auch so gesehen hat. Also kein Anknüpfungspunkt für die Nazis in Dänemark, oder gab es den? Ja, es gab tatsächlich auch eine dänische nationalsozialistische Partei, aber es war nicht so wie in Norwegen, dass sie dann letztendlich auch an der Macht gekommen sind. Aber was ich auch heute gelesen habe, ist, dass auch einer der Gründe, dass man gemeint hat, dass Dänemark das so machen durften, dass sie ihre Regierung und so weiter behalten durften, war auch, dass sie ja von den Nazis als eine arische Rasse angesehen wurden. Ja. Wolfgang, ich glaube, die Aufnahme könntest du beenden. Du hast recht, das mache ich jetzt. Moment, erst muss ich es wieder finden. Wahrscheinlich da unten. Aufzeichnung.